Herzlich willkommen zu diesem Fachvortrag zum Thema kollaboratives Arbeiten, Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter im Rahmen des RUB Teachers Day 2020. Mein Name ist Matthias Koschewa und ich bin Digitalisierungsbeauftragter für die Lehrerbildung hier an der Ruhr-Universität in Bochum. Ich darf Ihnen in den nächsten Minuten etwas zum Thema Kollaboration und kollaboratives Arbeiten erzählen. Dieser Fachvortrag, den Sie jetzt sehen, ist ein, sagen wir mal, spezielles Angebot im Rahmen des Teachers Day. Es gibt keinen Workshop oder Ähnliches dazu, sondern dieser Fachvortrag steht tatsächlich für sich und bietet Ihnen eine kurzweilige, ich sage mal, hoffentlich kurzweilige Einführung in dieses Thema. Ich teile einmal meinen Bildschirm mit Ihnen, dann können wir nämlich gemeinsam auf die Folien gucken, die ich Ihnen in den nächsten Minuten präsentieren möchte. Kollaboratives Arbeiten, den Titel habe ich gerade schon genannt. Hier gibt es dann jetzt nochmal zwei Informationen, wer ich bin, beziehungsweise auch, wie Sie mich erreichen können. Herzliche Einladung, zum Beispiel in Social Media, sich bei Twitter mal anzumelden. Dort bin ich @matkos04. Es gibt ja auch einen offiziellen Hashtag für den Teachers Day, #RUBTD. Nun wollen wir inhaltlich aber starten. Und uns erstmal fragen, was bedeutet eigentlich Kollaboration? Und ich würde Sie jetzt bitten, dieses Video einmal zu stoppen und sich kurz selber darüber Gedanken machen, wie würden Sie eigentlich den Begriff Kollaboration definieren? Ich hoffe, Sie konnten sich jetzt ein paar Gedanken dazu machen. Es gibt sehr unterschiedliche Art und Weisen, wie man Kollaboration definieren kann. Im deutschsprachigen Raum müssen wir uns allerdings fragen, ist Kollaboration eigentlich ein negativer Begriff? Denn wenn wir in den Duden schauen, dann ist die erste Definition von Kollaboration gegen die Interessen des eigenen Landes gerichtete Zusammenarbeit mit dem Kriegsgegner. Eher nicht so positiv. Erst in der zweiten Definition sprechen wir im Deutschen bei Kollaboration von einer bildungssprachlichen Zusammenarbeit. Im Englischen oder im englischen Sprachraum ist dies etwas anders. Da ist bei Collaboration eher eine bildungssprachliche Zusammenarbeit gemeint. Und wir haben da tatsächlich erstmal das auch aus dem Englischen übernommen, wenn es um dieses Konstrukt geht. Jetzt sagen Sie vielleicht, okay, kann ich es da nicht einfach kooperatives Arbeiten oder Lernen nennen? Und ich möchte mich dem Thema, was steckt eigentlich hinter kollaborativem Arbeiten, genau über diesen Vergleich Kooperation, Kollaboration nähern. Also, ist das Gleiche? Meint das was Ähnliches? Und wenn es nicht das Gleiche sein sollte, wo unterscheidet es sich denn? Schauen wir erstmal aufs kooperative Lernen. Hier habe ich Ihnen eine Definition mitgebracht. Mir fallen solche Begriffe wie Gruppenpartnerarbeit, das heißt, es kann synchron wie asynchron sein. Und irgendwie geht es darum, ein gemeinsam geteiltes Verständnis einer Situation zu entwickeln. Machen wir das mal ein bisschen konkreter mit einem Beispiel. Ein Beispiel für kooperatives Lernen ist ein sogenanntes Gruppenpuzzle. Dabei teilt die Lehrperson die Thematik in verschiedene Teilgebiete auf und teilt dann die Gruppe in sogenannten Expertengruppen auf. Jede einzelne Gruppe beschäftigt sich jetzt also mit einem dieser Teilgebiete und wird darin Experte. Dann findet ein Reorganisieren statt, sodass nun neue Gruppen gebildet werden. In diesen neuen Gruppen sitzt jeweils ein Experte, eine Expertin für jedes Teilgebiet. Und jetzt werden ja diese Dinge miteinander besprochen, gegenseitig vorgestellt. Anschließend folgt wieder eine Reintegration in die Gruppe und Evaluation statt. Das ist so ein ganz typisches Beispiel. Ich glaube, Gruppenpuzzle, die kennen die meisten von Ihnen auch relativ gut selbst aus der Schule. Nun also kollaboratives Lernen demgegenüber. Ich habe hier eine Definition, schon ein bisschen älter, von Pierre Dillenburg gesagt. Kollaboratives Lernen ist eine Situation, in der zwei oder mehr Personen lernen bzw. versuchen, etwas gemeinsam zu lernen. Ganz ehrlich, das stellt jetzt nicht so richtig zufrieden. Hat ein bisschen wenig Aussagekraft, ist doch sehr schwammig gehalten. Zeigt aber ein klares Problem. Kollaboration ist häufig ein Begriff, der gerade gerne verwendet wird. Den schreibt man gerne in Medienkonzepte hinein. Aber so richtig klar, was dahinter steckt, haben wir nicht unbedingt. Also probieren wir es mal mit einer Abgrenzung, beziehungsweise erstmal ein bisschen noch genauer das Ganze zu formulieren. Niklas Schaper formuliert kollaboratives Lernen als eine Form des sozialen Lernens. Und hier geht es darum, dass
kollaboratives Lernen nicht nur im Kopf eines Einzelnen stattfindet, sondern auch so etwas wie kollektives Lernen stattfindet. Also es geht am Ende darum, ein Wissen zu entwickeln, das mehr als die Summe seiner Einzelteile ist. Hier wird es jetzt schon ein bisschen spannender. Mehr als die Summe seiner Einzelteile. Es gibt dazu ein sehr schönes Zitat von David Weinberger, Harvard-Professor, aus einem Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, Too Big to Know, wenn Sie so ein bisschen mal erfahren wollen, wie verändert sich eigentlich Wissen und der Begriff des Wissens in einer Kultur der Digitalität. Und Weinberger sagt in diesem Buch, Wissen ist nicht mehr in den Köpfen, sondern zwischen den Köpfen. Und ich glaube ganz ehrlich, das beschreibt Kollaboration schon ganz gut. Wirkliche Kollaboration ist also als Gruppe Wissen zu generieren und eben nicht nur einzelne Teile wie bei dem Gruppenpuzzle zusammenzuwerfen. Schauen wir uns das kooperative und kollaborative Lernen jetzt nochmal im Vergleich an. Und ich möchte das festmachen. Es gibt sehr viele Punkte, an denen man es festmachen kann, aber ich möchte es für heute festmachen am Grad der Arbeitsteilung. Weil ich glaube, hier liegt ein absoluter Kernstück des kollaborativen Lernens. Beim kooperativen Lernen, Aufgaben werden verteilt, parallel bearbeitet und Zielvergabe gibt es irgendwie im Vorfeld und auch ganz gerne eine Belohnung, zum Beispiel in Form einer Bewertung in der Schule. Beim kollaborativen Arbeiten geht es darum, Aufgaben gemeinsam, möglichst synchron anzugehen und Ziele werden gemeinsam ausgehandelt. Die Lerngruppe fungiert hier als autark handelnde Gruppe. Also beim Kooperativen habe ich einfach mehr Vorgabe, da ist sehr viel vorher klar, sodass wir, wenn wir in Schule schauen, häufig Formen von kooperativem Lernen finden. Kollaboratives Lernen erfordert aber eine Gruppe, die handlungsfähig ist, die gemeinsam ringt um Ziele und wo vielleicht auch Dinge rauskommen, die am Anfang gar nicht so beabsichtigt waren. Es ist also eine deutlich freiere Form von Zusammenarbeit. Wie gesagt, wir können es noch in anderen Punkten unterscheiden. Für mich ist das aber erstmal der Entscheidende, an dem wir relativ gut festmachen können, was der Unterschied ist. Vielleicht haben Sie das schon einmal gesehen, das sogenannte 4K-Modell des Lernens hier in einer Illustration von Christina Wahl. Das 4K-Modell gehört aktuell wahrscheinlich zu den bekanntesten Modellen, wenn wir uns fragen, welche Kompetenzen bzw. welche Skills brauchen Schülerinnen und Schüler eigentlich, um in einer Gesellschaft, die immer digitaler und digitaler wird, partizipieren zu können. Diese 4K, das kommt eigentlich aus noch einem größeren Modell, können Sie sich mal anschauen, ich verlinke es Ihnen hier drunter, da geht es um die sogenannten vier Dimensionen der Bildung. Aber dieses 4K-Modell benennt uns vier Skills, die herausragend wichtig sind oder sein sollen für das Lernen im 21. Jahrhundert. Und wir sehen hier schon, dass unten rechts Kollaboration einer dieser 4K-Aspekte ist. Also hier eine ganz wichtige Rolle einnimmt. Deswegen möchte ich mir den Bereich Kollaboration auch nochmal aus diesem Modell heraus anschauen. Aus meiner Sicht lohnt es sich sowieso, sich mit dem 4K-Modell auseinanderzusetzen. Nicht, weil es das Modell ist oder weil es besonders gut ist, sondern weil es einen ganz anderen Blickwinkel auf das Thema Lernen bieten kann. Und dazu möchte ich Sie wirklich ermutigen, diesen immer wieder einzunehmen. Das 4K-Modell des Lernens, hier ist übrigens nochmal die Quelle nach Fadell, Bialek und Trilling, nimmt also Kollaboration als einen besonders wichtigen Punkt, als eine besonders wichtige Kompetenz zum Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert. Und es definiert nun auch Kollaboration ein bisschen klarer, zumindest aus meiner Sicht etwas klarer, weil sie es ganz einfach machen. Einfach gesagt geht es bei Kollaboration darum, dass sich mehrere Personen zusammentun, um auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und jetzt können wir eben noch sagen, so ein gemeinsames Ziel muss vielleicht auch erstmal ausgehandelt werden, mindestens aber der Weg dorthin. Okay, Time for Change habe ich diese Folie genannt, weil ich bin ganz ehrlich an dieser Stelle. Mir ist das Thema Kollaboration aus einem bestimmten Grund sehr wichtig. Ich glaube, es eignet sich sehr gut dazu, sein eigenes Bild von Schule, von Unterricht, von Lernen zu hinterfragen und aus meiner Sicht auch zu verändern, weil ich glaube, wir müssen es verändern in einer Welt, die immer digitaler und digitaler wird. Sich mit den 4K und insbesondere mit Kollaboration zu beschäftigen, kann ein erster Schritt auf diesem Weg in eine neue Lernkultur sein. Nun wollen wir es aber noch ein bisschen konkret machen und uns auch ein paar Tools ansehen.
Kollaboratives Arbeiten. Auf der ersten Folie stand Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter. Ganz ehrlich, ich habe das Wort digital jetzt häufiger verwendet, aber um Technik und Tools haben wir uns noch gar nicht gekümmert. Das steht für mich auch häufig gar nicht so sehr im Vordergrund. Trotzdem können Tools sehr hilfreich sein. Sie können Dinge neu ermöglichen. Und so auch beim kollaborativen Lernen und Arbeiten. Ich habe Ihnen hier einfach mal ein paar Tools zusammengestellt, die eines gemeinsam haben, sie sind vor allem textbasiert. Kollaborative Tools, die wir am häufigsten vorfinden, sind vor allem textbasierte Tools. Manchmal auch ein bisschen visualisiert, wie oben links Mind42 für Mindmaps. Es gibt ganz bekannte Dinge hier in der Mitte, Wikis, eigentlich die Ursprungsform von Kollaboration im Netz an vielen Stellen. Es gibt Dinge wie das Etherpad, wohl das simpelste und am leichtesten einzusetzende Tool zur Kollaboration, wo ich einfach eine gemeinsame Fläche habe, auf der alle parallel gleichzeitig synchron schreiben können und wo trotzdem noch eine Ordnung möglich ist. Und ich kann natürlich auch umfangreichere Dinge nehmen. Google Docs, ich weiß, in der Schule nicht so gern gesehen, aber wahrscheinlich eines der bekanntesten Tools zum kollaborativen Schreiben. Es gibt hier aber auch datenschutzmäßig Alternativen wie CryptPad oder ähnliches. EduDocs, Cloud-basiert, auf Nextcloud basierend, um genau zu sein. Auch in solchen Dingen ist kollaboratives Arbeiten oft sehr gut möglich, zum Beispiel in Textdokumenten oder auch so Dinge wie KodyMD, was auf Markdown, also einer sehr leichten Programmiersprache beruht. Das ist, wenn Sie Klassen haben, die in solchen Sachen fit sind, sich mal informatisch interessieren, sich in kleine, also Programmiersprache wäre für Markdown zu viel gesagt, aber sich so kleine Logiksprachen hineindenken wollen, kann das ein sehr spannender Punkt sein, auch dieses Tool zu benutzen. Das Interessante am Markdown ist halt, wir brauchen uns um Formatierung keine großen Gedanken machen, sondern man schreibt einen kleinen Code, der sehr leicht lesbar, der super leicht zu erlernen ist und der am Ende eine sehr ordentlich formatierte Textdatei ausspuckt. Entscheidend ist für mich immer, wenn wir von 4K etc. reden, wenn wir Kompetenzen für eine digitale Welt entwickeln wollen, dann bedeutet das nicht zwingend, dass ich einfach nur digitale Tools und Geräte einsetze. Und ich sage solche Sätze aktuell sehr häufig, weil wenn man in die Diskussion rund um auch Schule in dieser komischen Corona-Pandemie spricht, muss man ehrlich sagen, wir reden sehr viel über Geräte und über Tools und über Plattformen, aber wir sollten viel mehr reden über Lernen. Welche Vorstellung haben wir eigentlich von Lernen? Was heißt für uns eigentlich Unterricht? Und meine Überzeugung ist, dass die digitale Transformation oder Disruption, oder wie man sie auch immer bezeichnen möchte, vor allem eins tut, sie stellt Dinge in Frage, die wir bisher selten in Frage gestellt haben. Digitale Transformation sorgt dafür, dass wir uns fragen müssen, warum wir Schülerinnen und Schülern zum Beispiel in Klassen unterrichten oder in Jahrgangsstufen unterrichten oder in Fächern unterrichten oder warum wir überhaupt unterrichten. Ich glaube, ein Thema wie Kollaboration kann dazu einladen, sich über Lernen ganz neue Gedanken zu machen. Und die vier Dimensionen der Bildung sind eine solche Möglichkeit, einen Einstieg in dieses Thema zu finden. Mal wegzukommen, das Thema wirklich von Tools, von Geräten zu denken, hin zu Gedanken, zu Konzepten rund um Lernen. Ein Tipp möchte ich Ihnen zum Abschluss noch geben, wenn Sie sich weitergehend mit diesem Thema beschäftigen wollen, das ist der Universitätsverbund Digge, ein Projekt, was ich für die Ruhr-Universität betreue, ein Universitätsverbund mehrerer Zentren für Lehrerbildung und Schools of Education, bei dem wir Lernmodule rund um das Lernen und Lehren in einer digitalen Welt zur Verfügung stellen. Hier finden Sie unterschiedliche Themenformate und wenn Sie sowas wie dieser Fachvortrag interessiert, können Sie hier weiterschauen. Die Adresse ist eingeblendet. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, Sie konnten von diesem Fachvortrag etwas mitnehmen. Wenn Sie Interesse an Diskussion und Austausch haben, empfehle ich, kommen Sie rüber zu Twitter, @matkost04 oder auch gern der Hashtag Twitter Lehrerzimmer. Viel Spaß wünsche ich Ihnen noch weiter beim RUB Teachers Day. Bis dahin.